Seekrauts. Moin Moin World of Warships Fans, willkommen zurück auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und wir haben heute wieder ein Replay für euch mit der Kronstadt. Und zwar einem T8 bis T10 Gefecht, kein Flugzeugträger dabei. Und ja, der Clan Black Flag und hier in Person Ganymed in der Divi gefahren. Haben uns hier das Replay zugeschickt. Karte ist Gefahrenherd. Ganz nette Karte. Immer wieder spannende Gefechte hier. Ich mag die Karte ja. Und ja, hier machen wir uns schon auf den Weg. Und hier kommen die Skillungen, wie er aktuell in diesem Gefecht den Kapitän und das Schiff ausgebaut hatte. Also vorrangiges Ziel, Anzahl der Ziele. Die, also Anzahl der Schiffe, die auf einen zielen. Elite-Schütze für die Turmdrehzeit. Adrenalinrausch, um die Nachladezeit im Verhältnis zum Schaden zu reduzieren, den man selbst erlitten hat. Basis-Schießgrundausbildung. Und Tarnungsmeister, Schießgrundausbildung ist hier falsch geskillt, ist ein Kapitän von der Moskwa, den er hier verwendet hat. Daher hat die Schießgrundausbildung hier gar nichts zu suchen. Und der Tarnungsmeister ist klar, damit man weniger weit aufgeht. Dann kommen wir zu den Verbesserungen des Schiffes. Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Schadensbegrenzung, Systemmod 1 und 2, um die Überlebensfähigkeit ein bisschen besser zu haben. Zielsystemmodifikation 1, Steuergetriebemodifikation 3 und Feuerleitanlagenmodifikation 2. Damit kann er weiter schießen, ist mehr wendig durch die Steuergetriebe, kommt auf 8,9 Sekunden Ruderstellzeit und die Zielsystemmodifikation sorgt für weniger Streuung. Als einziges Kampfsignal, welches er hier gesetzt hat, ist India Delta dabei, um die Trefferpunkte, die er wiederherstellt mit der Reparaturmannschaft, um 20% zu erhöhen. Insgesamt kann man sagen, der Kapitän kann hier noch die Verbesserungen Grundlagen der Überlebensfähigkeit gebrauchen, meiner Meinung nach. Und anstatt der Schießgrundausbildung den Inspekteur. Ja, dann könnte man im Einzelbereich hier noch die präventiven Maßnahmen zum Beispiel skillen. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg zu D. Seine Division hat sich so ein bisschen aufgeteilt, ist noch ziemlich verstreut, sind aber beide auch auf dem Weg zu D. Unten sieht man schön, Premium-Verbrauchsmaterial ist drin, Schadensbegrenzungsteam 2. Also Premium-Verbrauchsmaterial, defensive Flakfeuer, Radar, hier mit einer Dauer von 20 Sekunden, Reichweite 11,7 Kilometer bei dem Schiff. Und dreimal der Premium-Verbrauchsmaterial, Reparaturmannschaft, mit dem Inspekteur hätte man dann sogar 4. Und da kommt schon die erste Montana in Sicht, wo er sich hier schon einzielt drauf. 8,25 Sekunden ist die Flugzeit von diesem AP-Munition, die man definitiv nicht unterschätzen sollte. 9000 Alpha-Damage und auch hier sieht man gleich auf der Montana 15.480 Punkte gleich in der ersten Salve. Das ist doch eine ganz schöne russische Eröffnung, könnte man sagen. Auf 21,1 Kilometer durchschlägt diese AP-Munition 389 mm Panzerung im Optimalfall. So, das ist der theoretische Wert. Das fand ich doch ganz interessant in Vorbereitung auf dieses Video. Da hat er die Bismarck nochmal ein bisschen penetriert. War aber auch ein Abpraller mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Also, da waren es nochmal 3,870. Schon ein Mini-Standardwert hier. Hält sich jetzt so ein bisschen zurück, hält die Distanz zum Gegner. Ich glaube, das ist auch mal eine ganz gute Variante. Man denkt zwar, man fährt hier ein Schlachtschiff. Rein optisch ist es ja relativ stabil. Aber ich hatte mich mit dem Kapitän hier auch unterhalten. Er ist auch ab und zu mal in unseren Livestreams dabei. Und er sagte, er so guckt mit der Kronstadt immer zuerst, dass er so ein bisschen Abstand gewinnt zum Gegner, weil gerade am Anfang ist man halt ganz schnell gefokust und super viel hält das Schiff auch nicht aus, auch wenn es 71.000 Trefferpunkte hat. Also es ist nicht sehr tanky, zumindest nicht, wenn er Breitseite zeigt. Und da kriegt die Montana mal mit, was das bedeutet, die AP-Munition 305 mm hier abzubekommen. Das war die erste Zitadelle in seinem Spiel hier. Die Republik zeigt auch Mutbreitseite. Und da geht's gleich weiter. Nächste Zitadelle. Republik.
Und wir sind hier auf einer Kampfentfernung von 15 Kilometer. Dazu habe ich mir 456 mm notiert, die die AP-Munition hier penetrieren kann. Okay, jetzt hat LNG ihn so ein bisschen verlassen. War nur noch 2000 und ein bisschen. Er ist jetzt ein bisschen mutig. Ich glaube, ja, er ist doch... Von irgendjemandem ist er anvisiert. Glücklicherweise nicht die Republik, weil er Breitseite zur Republik fährt hier. Muss jetzt zusehen, dass er sich nach Möglichkeit schnell spitz zum Gegner stellt. Ist oder hat er hier mehr Glück als Verstand? Die Republik hält hier an, nimmt Fahrt raus. Jetzt ist er wieder aufgeschaltet. Kann er wieder 4-7 reinschmeißen. Zwei Penetration, zwei Overpens, einen Abpraller. Aus dem Winkel nicht verkehrt. Und da sieht er schon das nächste potenzielle Ziel, die San Luis, die hier ein paar Granaten abbekommt und gleich eine Doppelzitadelle bekommt. Damit hat sie nicht gerechnet. 18,8 Kilometer, Doppelzitadelle San Luis. Gut, das Ding ist sowieso von der Seite relativ weich, also. Aber dafür ist es halt verhältnismäßig wendig. Und jetzt versuchen wir unser Glück nochmal auf die Republik. 3.500. So. Einer seiner Teammitglieder hat hier schon die Hufe hochgerissen und ist auf dem Weg zum Meeresgrund. D gehört uns noch nicht, dem Team Grün, aber A und C. Team Rot ist eher in einer defensiven Phase hier. Die haben bei A nicht mehr viel zu holen. Da ist Team Grün doch schon übermächtig, da sind nur noch drei Schiffe. Und auch Team Rot drückt bei D eigentlich kaum noch rein. Sieht jetzt, der Kollege hier fährt mit der Rot schon in D rein. Und er kann hier oben schön die Republik weiter behaken. In die Infrastructure, Superstructure. Aus dem Winkel. Er schießt hier aus Überzeugung AP-Munition, die ist sehr, 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 sehr stark. Nur aus schlechten Winkeln sollte man hier HE benutzen. Brandwahrscheinlichkeit 24% bei einem Alpha-Damage von 4200. Da haben wir nochmal 5355. Und die Republik interessiert sich überhaupt nicht für die Kronstadt. Das ist hier ein Riesenproblem. Und da sollte sie raus sein, genau. Da hat die Republik ihm das aber auch sehr, sehr leicht gemacht. Aber auch so eine Gefechte muss man mal haben. Hier haben wir jetzt schon 4 Zitadellen, 94.000 Damage. Haben wir nach knapp 8 Minuten, 7,5 Minuten Gefechtszeit. Die zweite Rhone ist jetzt leider auch raus. Teamplay war jetzt hier nicht sehr... erfolgreich, war ja quasi kaum vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Abstimmung da war, aber rein so vom Zusammenfahren wirkte das jetzt nicht unbedingt so, dass man sich da gegenseitig unterstützt hat. Aber manchmal fährt man halt auch nur die wie rein aus Fun, ohne einen strategischen Hintergrund. Das machen wir ja selber auch. Und da gehen die nächsten Schiffe wieder auf, die Bismarck und die Montana, die sich jetzt in Richtung A bewegen. Da kann man schön nochmal in die Seite reinhauen. Direkt schön auf dem Geländer getroffen, sozusagen, wieder für 15.000. 5 Penetrations, ein Overpan. Und da ist die San Luis wieder. Ob die sich erinnert, dass sie schon mal eine Zitadelle gefressen hat? Die kommen gut. Und da ist die nächste Doppelzitadelle und da ist die San Luis raus. Beste Kreuzermunition überhaupt hier. Schöne Sache. Jetzt wird sich schon hin zur Mitte orientiert. Das Ding hier ist schon mehr oder weniger eine halbwegs sichere Sache. Man sollte sich zwar nie zu sicher sein, aber so eine Runden sind immer ganz angenehm hier. 10.500 nochmal mit einem Abbrecher. Und er kümmert sich jetzt hier so ein bisschen um... Um D, nachdem gecappt wurde, wollte er wissen, wo gecappt wurde oder von wem gecappt wurde. Die Sau hat sich da reingeschlichen und sich hinter die Insel positioniert. Ja,
Ja, mit der Variante, wie er sie hier ausgebaut hat, geht er selber 13,8 Kilometer auf und zur Luft ist er 11,5 Kilometer entdeckbar. Ist eigentlich eine ganz angenehme Sache. Ich habe meine Kronstadt jetzt auch mal umgebaut, nur aufgrund dessen, wie er hier seine Skillung präsentiert hat, zum Beispiel die Schiffsverbesserung. Mein Kapitän ist anders geskillt. Ich habe zum Beispiel die Grundlage der Überlebensfähigkeit mit drin, da kommt man dann auf 25 Sekunden Branddauer so ungefähr und das ist schon richtig geil. Wenn man dann später noch, ich fahre die Kronstadt mit Viktor Sanemski, den ich für einen sehr guten Kapitän für dieses Schiff halte, während er sich hier weiter in Richtung D orientiert, weil da die Sau nochmal vorguckt und jetzt sogar Breitseite zu ihm fährt. Und da die nächste Doppelzitadelle reich reinschmeißt, 23.600, immer schön wachsam bleiben. Dann kann man hier noch ein bisschen was an Schaden mitnehmen. Vorne kommt die Buffalo, Breitseite raus. Und jetzt versucht er hier mit der kurzen Nachladezeit und dem Adrenalin rausstehen, den er ja hier drauf hat, der Buffalo auch nochmal einen zu verplätten. Da ist er, wir sind schon bei der Nachladezeit von knapp 15 Sekunden, noch eine Zitadelle und der Unterstützer bekommen. Wechselt hier die Ziele hin und her. Und da dreht die Sau wieder. Wow. Immer das richtige Timing hier in diesem Spiel. Da gibt es noch eine Zitadelle für 10. Die Buffalo hat es hinter sich. Und jetzt haben wir hier noch einen DD und die Sau eben im Spiel. Der DD hinten wird gehetzt von einer ganzen Meute von 5 Schiffen. Jetzt ist es wieder beim Flieger entdeckt und jetzt wird eigentlich jeden Moment die Sau aufgehen. Da schießt sie. Und da kommen die Torps von der Sau. Da hat er nicht mitgerechnet. Leider kann er, frisst er den frontal, da kann er seinen Torpedoschutz nicht so gut einsetzen. 36% und da war die nächste Zitadelle. Großkaliber gibt noch oben drauf. Ja, 36% Torpedoschutz wäre es gewesen, wenn er an der Seite getroffen worden wäre. Ist aber nicht der Fall. Und wir sind am Ende des Gefechts angekommen. Am Ende stehen hier 203.000 Damage, 11 Zitadellen, 2 Schiffe zu Buche, Großkaliber und den Unterstützer, den er hier mitgenommen hat. Und dann kommen wir schon zur zweiten Seite. Hier hat er die Spitzenposition eingenommen mit einem ordentlichen Vorsprung vor dem zweiten Platz. 2558 Basics P spricht doch eine deutliche Sprache. Seine Teamkollegen sind unten ein bisschen abgeschlagen. Die waren halt leider ein bisschen früher raus aus dem Gefecht. Kommen wir zu Screen 3 mit den ganzen Werten. Republik, Bismarck, überall ordentlich Schaden drauf. Republik war eine Zitadelle, Saint-Louis waren 4. Sao waren, glaube ich, 3, wenn ich mich recht entsinne. Montana waren eine Zitadelle. Also, da hat man wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht umsonst haben wir das Video hier Krönung der Zitadellen genannt. Also, 203.000 Damage hatte ich eben schon gesagt. Potenzieller Schaden über 1 Million. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und dann sagen wir einfach danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Sports-Team. Euer Maracha. Ciao, ciao. Sea Krauts.